Wir gehen rein. Neue Siedlung. Mal erstmal Einstellungen gucken. Kann ich nicht überall auf extrem stellen? Sonst mal auf 60 FPS gehen, das ist, glaube ich, besser. Ach du Scheiße. Okay. Ich bin bereit. Dankeschön, Foxo, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiter, Herr Dankeschön. Wollen wir trockenes Hochland, Alpentäler, Steppe oder Tiefland sehen? Alpentäler, Alpen, 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 wie viele die Alpen wollen, ey. Ich werde so auf die Fresse kriegen, oder? Ich werde so auf die Fresse kriegen, oder? Wobei wir könnten zusätzliche Ressourcenbezwinger, Krankheitenbezwinger, Wildtierebezwinger und Plünderer könnten wir auf Wegbereiter gehen. Dann ist es nicht ganz schlimm. Dann ist es nicht ganz furchtbar. Und dann, let's go. Would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave. We'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. But this wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Musik ist sehr schön. Alt ist sehr schön. Ich habe Gänsehaut. Schaut sehr hübsch aus. Ich finde das toll, dass wir jetzt woanders neu starten und dann selber die grausame Herrschaftsklasse werden können, von der wir weglaufen. Geht's nicht darum? Man kann die Dorfbewohner umbenennen. Holle hat ihren Chat versklavt. Das wundert mich nicht. Ja, es wundert mich nicht. Du hast jetzt Erfahrungen mit schlimmen Herrschaftsdynastien. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Dankeschön, Avatar. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Wir haben die Umgebung erkundet. Verschaffe dir einen Überblick über das Land, das deine Dorfbewohner erkundet haben und wähle einen vielversprechenden Standort für dein Dorfzentrum. Es ist wichtig, dass du einen Ort wählst, der in der Nähe der Ressourcen liegt,
die du für den Aufbau einer erfolgreichen Siedlung brauchst. Ressourcen wie Ton, Eisenerz und potenzielle Nahrungsquellen. Ah, okay. Das ist... Das sieht aus, als wär's... Boah, was ist das? Das sind Beeren? Ich kenne halt die Symbole nicht. Das sieht aus, als wär's... Ah, Blattgemüse. Okay. Das ist Weißdorn. Das ist wahrscheinlich ein Baum. Nüsse. Was ist Sumach? Dankeschön, ASD Berlin, für die 31 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vogelnest. Noch ein Vogelnest. Noch ein Vogelnest. Weißdorn. Das sind wahrscheinlich Steine. Tonvorkommen. Rot. Rehwild gesichtet. Weißdorn. Weißdorn. Blattgemüse. Und ein bisschen Schnee. Sumach ist ein Gewürz. Da leidet die Bitrate aber sehr. Sieht es schlimm aus bei euch? Von der Qualität sieht es sehr scheiße aus. Wenn man es da... Ich weiß halt nicht, was weit weg ist gerade, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Aber da ist das Tonvorkommen. Dann lass uns vielleicht einfach hier hinsetzen. Nein, ich bin mir nicht sicher, dass ich das da haben möchte. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Gibt es irgendwas, womit ich mir sicher sein könnte? Ich pack's hier hin. Wir müssen eh starten. So, lass mich mal ganz kurz Pause drücken. Einstellungen. Ausgabe. So, Twitch, dann zeig mir mal, was du kannst. So, ich bin mit der Bitrate noch weiter hochgegangen. Twitch muss mir halt erlauben, mehr auszugeben. Wenn Twitch mir erlaubt, mehr auszugeben, dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Aber Twitch ist leider die Begrenzung, die wir haben. Und mein Internet zu Hause, weil das echt scheiße ist. Aber vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen besser hin damit. So. Okay, es gibt nicht genügend Wohnraum für die einzelnen Dorfbewohner in einer Siedlung. Baue mehr Hütten, um zu verhindern, dass die Menschen den Elementen ausgesetzt sind und an Unterkühlung sterben. Wenn das Brennholz ausgeht, werden die Produktionsgebäude, die darauf angewiesen sind, nicht mehr funktionieren. Und die Dorfbewohner können im Winter sterben, weil sie der Kälte ausgesetzt sind. Stelle sicher, dass dein Holz... deiner Holzspalterei ein Arbeitgeber zugewiesen ist und sie mit Stämmen versorgt ist. Bau zusätzlich Holzspaltereien, wenn du mehr Brennholz produzieren musst. Wir sind wahrscheinlich im Frühling, oder? Ja, wir fangen im Frühling an. Wir haben wenig Nahrungsvorräte, die Zufriedenheit sehen wir da oben. Wir haben 7 Erwachsene und 3 Jugendliche. Wir haben niemanden, der krank ist gerade. Ach, wir haben auch unterschiedliche Nahrungsarten. Fleisch, Fisch, Räucherfisch, Räucherfleisch, Eier, Brot, Bohnen, Wurzelgemüse, Pilze, Blattgemüse, konserviertes Gemüse, Beeren, Nüsse, Obst, Konserve, Milch und Käse. Es gibt echt viel Auswahl. Wir haben Stämme, wir haben Brennholz, wir haben Bretter, wir haben Stein, Ton, Backstein und Gold, das wir besitzen. Okay, dann haben wir Kamera auf Dorf zentrieren, da sehen wir die Basis, die wir haben. Da sehen wir die Berufe. Das Menü kenne ich. Das sieht ein bisschen aus wie bei Banished. Da sehen wir quasi, wie viele Arbeiter wir insgesamt haben. Und wir sehen, wo die Arbeiter genutzt werden. Das heißt, wir haben mal für Ressourcen, Arbeitercamp, Bergarbeiter, Brennholz, Säger und Co. Dienste sind dann sowas wie Händler, Lehrer, Rattenfängerhaus. Sehr spannend. Dann haben wir hier Bäcker, Bauer, Käserei, Räucherer und Co. Militär und Waren. Von Schmied bis Weber. Also auch hier ist Maurice und Bogner. Das ist doch mal ganz entspannt. Bauhandwerker.
Bauhandwerker sind most probably die Leute, die die Sachen bauen. Vermute ich mal. Also das sind wahrscheinlich die, die die Gebäude bauen. I guess. Ja, wir werden es rausfinden. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Dann sehen wir unser Ressourcenlager, genau was wir gerade haben. Die Berufe haben wir hier nochmal, Ressourcen auf Lager. Siedlungsinfo gucke ich mir gleich an. Zufriedenheit der Dorfbewohner. Obdach, Gesundheit, Nahrung, Attraktivität. Schuhe, Kleidung ist nochmal getrennt. Familie, Bier ist ein eigener Aspekt, finde ich mega witzig. Luxus und Unterhaltung. Arbeitsrate, Geburtenrate, Einwanderungsrate, Kampfeffizienz. Und da haben wir eine Siedlungsinfo. Das heißt, wir haben ein Stadtzentrum. Das Stadtzentrum kann gelevelt werden, wie es aussieht. Cool. Man kann Dorfbewohner in Garnison umschalten. Das werden wir uns gleich anschauen. Jetzt ist unser Hauptproblem, das wir gerade haben, ist offensichtlich Obdach. Und Sauberkeit ist auch ein Thema, weil sie nicht genug Seife haben. Das heißt, wir brauchen Seife, damit sie sauber werden. Wir haben hier erstmal Schuhe, Fellmäntel und Kleidung als Grundbedürfnisse. Und hier haben wir eine Zeitanteilung, Grundbedürfnisse und Co. Ja, wir werden da einfach stückweise, wir werden uns schon reinfinden. Das wird schon klappen, I guess. Ah, da können wir Overlays umstellen. Das ist Attraktivitätsoverlay. Was ist das? Das ist Wasser. Also wie feucht was ist wahrscheinlich. Und F ist die Fruchtbarkeit. Okay, wieder was gelernt. Wir haben leider überhaupt keine Wasserstelle. Ich bin gespannt, ob wir da gleich noch was finden werden dazu. Okay, weiter geht's. Wir haben ein Baumenü. Wir haben hier, oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Wie viel Inhalt hat das denn? Heilige Scheiße. Das ist ja unendlich viel. Oh Leute, wir werden heute sehr viel daran spielen. Ich habe jetzt schon ultra Bock. Holy shit. Okay. Ressourcen abbauen, entfernen, Mauern verwalten, Gelände anheben, Straßen, Erkundungspunkte. Okay, ich lieb's. Okay, ich lieb's. Ich lieb's. Sieht geil aus. So, was brauchen wir für den Anfang? Wir brauchen wahrscheinlich für den Anfang auf jeden Fall erstmal etwas, was Ressourcen abbaut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Brennholzspaltplatz, stellt Brennholz zum Heizen, zum Häuser im Winter und das Brennstoff für die Industrie her. Haben wir auch irgendwas, was Holz abbaut? Müsste ich nicht, wenn ich hier... Ah, das heißt, ich markiere das und dann wird das automatisch abgebaut und zwar Steine, Bäume, Büsche und Beeren aus dem Gebiet. Dann fangen wir einfach hier mal an, automatisiert, um unser Zentrum herum abzubauen. Ich frage mich an der Stelle nur, das machen wahrscheinlich alle Siedler, die gerade arbeitslos sind, oder? Vermute ich mal. Ich drücke mal Start, wir werden eh neu starten müssen wahrscheinlich. Aber dann sehen wir schon mal, ja, die machen das automatisch. You see, geil. Das heißt, so markiert man für den Abbau. Nice. Dann wollen wir auf jeden Fall einen Brunnen haben. Brunnen liefern sauberes Trinkwasser, das von Dorfbewohnern und der Industrie verbraucht wird und zum Löschen von Bränden verwendet wird. Brunnen werden im Laufe der Zeit basierend auf dem Grundwasserspiegel wieder aufgefüllt. Zu viele Brunnen an einer Stelle und zu wenig Baumbestand können den Boden austrocknen lassen. Okay, das ist nicht so gut. Wo sehe ich denn? Also da unten ist aber generell ein bisschen mehr Wasser. Das heißt, ich packe jetzt einfach mal hier. Wir haben hier auch keinen Wasserbonus, wie ich gerade sehe. Hier unten ist es auf 50%. 50% ist, glaube ich, auch das meiste, was wir hier kriegen werden. Das heißt, ich packe den mal hier so ein bisschen zentral hin, weil einen Brunnen werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann lasst uns vielleicht... Wie kann ich denn das Abbauen rückgängig machen? Wie kann ich denn eine Auswahl... rückgängig machen. Das fehlt mir noch ein bisschen. Das habe ich noch nicht gesehen. Shift und ziehen. Ah, perfekt. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich will, dass diese Bäume... Genau, ich könnte halt sagen, ich will, dass diese Bäume stehen bleiben. Wobei, das wollen wir weghaben. Aber dass hier um den Brunnen ein oder zwei Bäume stehen bleiben,
weil die ja schon gesagt haben, ohne Wasser ist eher kritisch. Okay, cool. Dankeschön. Das Game ist neu. Jawohl. Und es kostet 30 Euro. Genau. Ah, da bauen sie auch schon das Zentrum. Sehr, sehr cool. Ja, ja, Wohnraumknappheit weiß ich, habe ich im Blick. Aber ich glaube, wir werden als erstes Nahrung brauchen. Lager. Vorratswagen dient als Lagerort für Waren, die von der Siedlung produziert wurden. Ja, sowas haben wir ja hier. Wir haben hier einen Vorratswagen, wo alles gelagert wird. Ich glaube, wir brauchen erstmal noch keinen zweiten. Nice. Wir haben ein Zentrum. Das ist wichtig, dass wir eins haben. Das heißt, wir können, glaube ich, ab jetzt auch mehr, genau, wir können jetzt mehr Gebäude bauen. Wir können jetzt zum Beispiel hier einen Stapelplatz daneben hinbauen, theoretisch gesehen, wo die Leute dann direkt alles an Ressourcen lagern können. Wie kann ich denn meine Gebäude drehen? Kamera drehen, Pause, Spielgeschwindigkeit, Overlay umstellen, Streuelement. Oh mein Gott, es gibt Blitz! Tap. Lass uns hier direkt ein Lager planen, vielleicht an der Stelle, damit wir wissen, wohin die Sachen hin müssen. Und wir wollen Nahrungsproduktion. Jägerhütte, Sammlerhütte, Fischerhütte, Acker, Räucherei. Lass mal eine Sammlerhütte bauen. Ich glaube, eine Sammlerhütte für den Anfang macht auf jeden Fall Sinn. Gelände zu steil. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal hier Gelände ebnen. Und dann müsste ich hier eine Sammlerhütte hinbauen können. Ach, das muss auch erst gebaut werden, dass das geebnet wird. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Die sind da jetzt am Schaufeln. Hallo Expel, hallo Jackie. Die schaufeln das jetzt an, damit das gerade wird. Das ist ja anders wild. Kriege ich das jetzt hier hingesetzt? Trotzdem nicht, ne? Ist das nicht genug geebnet? Ist trotzdem... Okay. Ich glaube, ich muss da einmal quasi so ein ganzes Ding da nehmen, was, damit das halt so ein ganzes angepasstes Teil wird. Aber wir müssen halt eine Sammlerhütte hinpacken und da oben performt die halt am besten. Und wäre halt, wahrscheinlich hätte ich sie auch einfach da hinten hinsetzen können. Aber ich würde halt gerne einmal verstanden haben, wie es funktioniert. Hier könnte ich sie hinsetzen, theoretisch gesehen. Also hier würde das schon mal funktionieren. Dann setze ich schon mal hier hin, damit wir anfangen, Nahrung zu sammeln. Aber ich will es halt, ach, das ist alles uneben. Aber ich würde es halt super gern einfach einmal ausprobiert haben, damit wir halt sehen, wie es geht mit dem Ebenen. Dankeschön von Hicks für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Das ist super nett. Da sind sie am Dingsen. Und Dankeschön Masli für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. So, Wohnraum. Hütte. Wie viele Leute können in so einer Hütte wohnen, ist die andere Frage.
4. Hm. Schauen wir mal. So, ist dieser Bereich jetzt geebnet? Gott. Wo hatte ich das denn zum Ebenen draufgepackt? Nahrungsproduktion, Sammlerhütte. Irgendwo hier hatte ich das doch hingepackt, dass das geebnet werden soll. Aber ich sehe es nicht. Irgendeiner dieser Orte sollte jetzt geebnet sein. Aber ich sehe nicht, wo der geebnet wurde. Ich habe das Gefühl, wir haben einfach nur Ressourcen verschwendet und es ist genauso schief wie vorhin, weil ich es falsch gemacht habe. Dankeschön, Bubinato, für die 21 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und wir brauchen auf jeden Fall... Ach, wir müssen das mehrfach ebnen. Ja, aber woher merke ich mir denn, welches Gebiet ich da ebnen wollte? Ich werde das ja immer wieder vergessen. Kann ich mir das irgendwie markieren? Weil ich merke mir das ja nicht, wo ich das machen wollte. Friedhof klingt ganz nett, aber wir wollen tatsächlich erstmal einen Brennholzspalzer haben. So, genau. Und da brauche ich jetzt aber erstmal eine Person, die hier arbeitet. Belegung. Wir haben jemanden, der automatisch... Das wurde automatisch zugewiesen. Geil. Sammelt automatisch. Kann das sein, dass du Felder einbeziehen musst, die auf dem gleichen Level sind? Das ist ja gut möglich. Also es muss ja nicht geradezu ganz unten sein. Es muss ja einfach nur generell sich stückchenweise ebnen. Aber ich kann das auch so mehrfach anklicken. Aber es macht, glaube ich, keinen Unterschied, wenn ich es mehrfach anklicke. Mal gucken. Wir sind da ja eh gerade am Rumprobieren erstmal. Wir werden safe nochmal neu starten müssen. Brennholzspalter. Wir brauchen erstmal eine Werkstätte, in der Sägerstämme zu Brettern schneiden. Ja, erstmal brauchen wir einen Brennholzspalter. Das ist mal das Erste, was wir brauchen. Aber damit geht die Attraktivität runter. Das heißt, wenn wir den da oben hinpacken, dann packen wir... das weg von den Wohnhäusern. Und wir brauchen auf jeden Fall in die andere Richtung noch mehr Nahrung. Was haben wir denn noch als Nahrung? Sammlerhütte haben wir schon mal. Ja, wir haben halt hier nirgendwo... Doch, hier wurden Sachen gesichtet. Aber halt auch nur zwei Tiere, ne? Wir haben nirgendwo mehr. Doch, da hinten hätten wir... hätten wir potenziell mehr. Wie nah kann ich es ranziehen? Hier geht's auch noch. Dann haben wir hier nochmal eine Jagdhütte, die wir hinpacken können. Das muss ja ein bisschen weiter draußen sein, zwangsweise. Wir werden aber safe noch mehr Nahrung brauchen. Nahrung verdirbt auch, das ist ja großartig. Aber den Wohnraum haben wir jetzt schon mal geschafft. Warum spielen du und Maurice nicht zusammen? Fahr das Frontier, weil das kein Multiplayer hat. Und ich mag Maurice sehr gerne, aber ich mache auch trotzdem gerne auch noch mal alleine Content. Hin und wieder. Ach, und da haben wir jetzt ein Ackerfeld. Und dann könnten wir hier ins Grüne hinein direkt einfach so ein Ackerfeld packen und einfach mal gucken, was das so tut. Genau, denen fehlt Brennholz, daran arbeiten wir gerade. Aber dafür brauchen wir auch nur Stämme. Ich meine, wir sind ja am Arbeiten. Wir arbeiten an den Stämmen, die wir brauchen. Aber braucht ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die das ebnen. Ich glaube, es hat keinen Multiplayer tatsächlich. Aber Felder sind ja auch nicht komplett eben. Also das ist ja auch normal, dass die so ein bisschen uneben sind. Die dürfen ja auch uneben sein.
So. Jetzt jammern die, weil uns Nahrung fehlt, ne? Ja. Ich merke es, Leute. Ich merke es. Ich arbeite daran. Aber es ist nicht so einfach, euch zufriedenzustellen. Vor allem, weil ich zu viele Projekte gleichzeitig gestartet habe gerade. Ein Steinbruch für den Abbau von Ton. Aus Ton können Töpferwaren hergestellt werden. Ein Luxusgut, das die Zufriedenheit der Dorfbewohner erhöht. Luxus? Wir sind noch nicht an dem Level, wo wir über Luxus nachdenken können. Was für Luxus. Wir arbeiten gerade noch an einem Brennholz-Spaltplatz. Guck mal, ich kann den sogar priorisieren. Ich könnte das auch priorisieren. Dann haben wir lauter Priorisierungen überall. Wundervoll, dann kriegen sie auch noch Stress beim Arbeiten. So wie wir das gerne haben. Ein bisschen Stress hier, ein bisschen Stress da. Nahrungsvorräte sind knapp. Gleich kriege ich eine Meldung, dass Leute sterben. Oh! 6 Häuser muss ich bereitstellen. Insgesamt 6 Häuser oder noch 6 Häuser? Das ist die Frage. Da. Hallo Benedikt. Und nicht stinkendes Luxus. Ja, auf jeden Fall ist das Luxus. Wie viel passen denn rein in ein Haus? 4 hatten wir vorhin gesagt. Wobei ich ja sage, ich würde ja mehr Leute da reinstopfen für den Anfang. Hauptsache, die Leute haben mal eine Unterkunft, so. Hier wird gearbeitet, hier fehlt nur noch ein Holzding. Das Auge sieht ja wieder richtig gut aus. Findest du? Ich finde nicht. Die Eumeln sollen mal ein bisschen mehr kuscheln in den Häusern. Tut ihnen gut und hält auch warm ohne Holz. Eben. Das sehe ich auch so. So. Und hier sollte ja jetzt eigentlich Raubtier gesichtet. What? What? Was tue ich denn gegen Raubtiere? Habe ich richtig gedrückt? Weg mit den Viecher. Vielleicht doch einen zeitnahen Friedhof bauen? Nein. Aber das hat ja funktioniert gerade. Das hat ja funktioniert gerade. So, ich wollte ja eigentlich in der Zwischenzeit, wollte ich gucken. Guckt mal, jetzt ist es geebnet genug, damit ich hier tatsächlich eine Sammlerhütte reinbekomme. Geil. Kriegen wir oben ins Gebäude eine Sammlerhütte rein. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, wir arbeiten dran. Aber wir haben hier noch ein bisschen viele Arbeitsstunden, bis das Feld fertig ist. Und das hat kein Brennholz, das Gebäude. Also ich arbeite wirklich dran. Aber es braucht ein bisschen Tonvorkommen. Kann ich schon? Ich kann halt diese Sachen nicht. Arbeitercamp werden genutzt, um kontinuierlich Holz zu ernten und Stein abzubauen. Zugewiesene Arbeiter werden Materialien im Arbeitercamp deponieren, wo ein Wagen sie einsammelt und viel effizienter in die Siedlung transportieren kann. Temporäre Unterkünfte, die in die Nähe
abgelegen einfach werden, können die Effizienz weiter steigern. Dafür brauche ich aber erstmal einen Stapelplatz und eine Wagenwerkstatt. Einen Stapelplatz haben wir schon mal. Das ist ein Stapelplatz. Ich brauche aber eine Wagenwerkstatt. Und dafür brauche ich erst ein Stadtzentrum Stufe 2. Das ist, damit ich einen Wagen wahrscheinlich erstmal bauen kann, ne? Und damit ich nächste Stufe bekomme, brauchen wir Holzbretter nochmal, wir brauchen einen Markt, wir brauchen eine Bevölkerung von 30 und wir brauchen 8 Hütten. Okay. Ja, ich komme langsam rein. Ich verstehe langsam, was das Spiel von mir möchte. Und ich finde es sehr cool bis jetzt. Also es gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. So, und dann kann ich hier so unbefestigte Straßen planen. Man kann diese Straßen auch schief setzen. Ich liebe alles daran, dass man diese Straßen auch schief setzen kann. Das macht das Ganze so viel natürlicher. Das wird richtig hübsch so. Guckt euch das mal an. Das wird richtig, richtig hübsch so. Hallo Netic Pics. Da wollen wir bestimmt auch noch eine haben, eine Straße. Vor allem, die gehen auch so richtig, also die gehen so richtig um die Ecke. Guckt, das ist nicht so ein, da ist nicht so ein Haken drinnen, wie wir das bei Anno kennen, sondern das geht so richtig um die Ecke. Gott, das ist super hübsch. Ich habe ja, glaube ich, auch hier irgendwo Dekorationen. Exactly. Das heißt, ich kann hier dann zum Beispiel auch einfach eine Birke pflanzen. Nicht, dass ich jetzt schon anfangen würde, über Deko nachzudenken. Zeder, kleiner Garten. Oh, wie süß. Guckt es euch an. Da können wir so einen kleinen Garten anlegen. Oder so ein kleines Gebüsch, das angelegt ist. Ein mittlerer Garten, da gibt es auch größere. Oh mein Gott. Kleiner Platz. Welcher Platz für einen kleinen Platz? Kann man noch so einen fetten Schrein hinpacken einfach? Kann ich das Ding da bewegen, den Vorratswagen? Also kann ich sagen, ich will, dass das Ding sich einen Meter woanders hin bewegt? Oder steht der da erstmal hier fest? Ja, kannst du. Wie kann ich den schieben? Gebäude verschieben. Ah, geil. Ach, wie süß. Das muss rübergehen. Das ist ja süß. Wie kriege ich dieses Bewegungsding wieder weg? Ah, jetzt ist es weg.
Süß. Ich bin sehr begeistert. Und dann kann ich hier, theoretisch gesehen, kann ich so einen kleinen Platz dann machen. Dafür brauche ich halt Geld. Aber dann kann ich hier vorne, vor dem Dorfzentrum, weil ich halt vorausgeplant habe, kann ich einen kleinen Platz machen. Ich baue das Haus gerade über dem Tonvorkommen. Das ist nicht so smart. Das wird abgerissen. Da habe ich nicht mitgedacht. Das Tonvorkommen werden wir nämlich anders brauchen. Ups. Ja, passiert, ne? Hoppala. Hier habe ich ein Haus geplant. Hier ist der Platz in die Richtung. Dann lasst es uns so planen. Von der anderen Seite. Könnt ihr den Ton gleich im Keller abbauen? Ah, warum leckt es? Hallo Embrino. Bauarbeiten wurden wegen des Winters eingestellt. Wie, ist es schon Winter? Wie lange habe ich denn gebraucht? Ich habe doch nicht so lange gebraucht, oder? Habe ich so lange gebraucht? Shit. Werden wir verhungern? Safe. Wir werden safe verhungern. Wir haben 4 Monatsreserven noch in öffentlichen Lagern. Boah, das wird schwierig. Na, das wird schwierig werden. 6 Menschen sind in einem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Wirst du sie in dein Dorf annehmen oder sie abweisen? Ja. Jetzt sind die Nahrungsvorräte erst recht knapp. ups. Aber die Zufriedenheit der Dorfbewohner ist ganz gut. Mir wird nirgendwo angezeigt, wie viele obdachlos sind gerade, oder? Ich höre Wölfe, das finde ich nicht so schön. Und du brauchst dringend Holz, Pia. Ja. Ahahaha. Dorfbewohner an Tollwut erkrankt. Markt kann ich nicht. Da brauchen wir eine Sägegrube. Lass mich mal immer auf Pause. Ich habe gar keinen Nerv dafür gerade. Ja, ich brauche für eine Heilkundehaus, brauche ich überhaupt erstmal Stadtzentrum Stufe 2. So schnell sind wir nicht. Ich sollte auf jeden Fall einen... einen zweiten Brennholzstapelplatz auf jeden Fall, glaube ich, etablieren. Den werde ich auf jeden Fall brauchen. Was haben wir denn noch, was wir da als Angebot haben? Eine Sägegrube werden wir auch auf jeden Fall brauchen.
Wenn ich das da drüben habe, kriege ich zumindest keinen Attraktivitätsmalus. At least something. So, und dann hätten wir quasi hier so den Weg, der würde so rüber verlaufen. Und dann könnte ich hier noch einen Brennholzstapler anbringen. Ohne dass der da irgendwie krass im Weg ist und die kommen dann da so zum Lager. Und dann brauchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lagerhaus, Rüben, Keller. Und so einen Rübenkeller könnten wir auf jeden Fall brauchen für unsere Nahrung. Weil die mit dem, weil wir da mit der Lagerung so ein bisschen Probleme haben. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt was macht. Und dann wollen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir haben noch genug Ressourcen ausgewählt, die abgebaut werden dürfen. Das sollte erstmal nicht das Problem sein. Wir haben halt jetzt eine verletzte Person, der wir nicht helfen können. Was sehr spannend wird. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Was macht eine Sägergrube? Eine Sägergrube macht aus Holzblöcken Bretter, wenn ich das richtig gesehen habe. Dankeschön, Not Isolated Toll für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön, Dori, für die 14 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön und Hallöchen und hallo Max. Nahrungsvorräte sind immer knapp. Das macht mir keinen Stress mehr. Ja, sorry. Mir ist eine Ader im Auge geplatzt, leider. Dankeschön. Ja, aber nur weil die dort hungern, muss ich ja nicht im echten Leben hungern, oder? Was esst ihr heute so? Ich werde heute Essen bestellen. Und ich habe mir noch nicht entschieden, was. Spaghetti Bolognese, boah, geil. Der Grill wird nachher angeworfen. Ich bin so neidisch. Ah, wenn du auf Keto-Diät bist, dann tut mir das ja leid, dass ich gerade vor dir fresse. Dankeschön, Straußdarm, für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Da sind sie schon wieder irgendwo. Ich höre sie. Sie sind schon wieder irgendwo. Ich kann sie ja hören, aber ich weiß nicht wo. Wir haben 46 Fleisch verloren durch Verderbnis. Ich hätte dieses Lager früher bauen sollen. Ich glaube, wir werden gleich verhungern, Leute. Wir haben keine Nahrung mehr. Ja. Wir haben nur noch Nüsse. Wir werden verhungern. Dass die halt auch nicht das verdorbene Fleisch essen. Also ich bitte dich.
Ich habe so viele Prioritäten gerade. Priorisier das, priorisier das, priorisier das. Los. Das geht doch gut voran. Ich hätte mir vielleicht für den Anfang ein kleineres Feld suchen sollen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses Feld so riesig ist. Okay. Der erste Dorfbewohner ist gestorben. Das heißt, ich brauche einen Friedhof. Aber das Spiel hat zwischendrin echt mega krasse Frame-Einbrüche. Das ist noch ein bisschen schade. Das sollte eigentlich nicht an meinem PC liegen. Da hinten kommt ein Friedhof hin. Ist eigentlich schon wer verhungert? Ich glaube noch nicht. Jemand ist an Tollwut gestorben. Aber sonst ist noch alles im Griff. Da wird jetzt gleich dieser Lagerkeller ready und dann. Rübenkeller heißt das. Geil. Damit können wir jetzt hier die Sachen ein bisschen besser lagern. Und ich hoffe, dass dadurch potenziell weniger verdirbt. Wenn wir dann sehen. Einen Bierkeller haben wir leider noch nicht. Aber wir haben jetzt zwei Jäger, eine Hütte da drüben, eine Hütte haben wir hier oben. Hier haben wir einen Sammler, hier haben wir einen Sammler und da kommt jetzt unser erstes Feld. Also eigentlich sollte die Nahrungsproduktion jetzt dann hochgehen. Hoffe ich. Bringt eure Toten raus. Tote Dorfbewohner, die draußen verwesen, ziehen Ungeziefer und Krankheiten an. Lege Gebiete als Friedhöfe fest, um die Toten zu begraben. Hab ich. Das Problem ist halt, dass ich die Meldung für gesichtetes Raubtier immer in der gleichen Sekunde bekomme, wo ein Dorfbewohner schon angegriffen wird. Ich glaube, wir bräuchten potenziell irgendwie so einen Speerturm oder sowas, damit wir das früher sehen. Aber diese Frame-Drops nerven mich ein bisschen. Ich glaube, das Spiel kommt selber mit diesen Schatteneinstellungen noch nicht so gut klar. Das hat er als Standardeinstellung. Dann bleiben wir mal bei den Standardeinstellungen und schauen, ob es dann ein bisschen smoother läuft. Ja. Das hat so Mini-Lags leider. Ich glaube halt, wenn wir das Feld hier fertig haben, dann ist alles fein. Aber bis dorthin haben wir echt noch so ein bisschen ein Problem, was die Nahrungsgeschichte angeht. Ich glaube, ich packe da drüben noch eine Sammlerhütte hin. Einfach so, weil wir echt immer noch nicht genug haben. Die Nahrungsvorräte sind halt durchgehend knapp. Aber ich meine, immerhin liegt der verstorbene Dorfbewohner da oben. Da wird niemand dadurch krank.
Das hilft. Danke für den Hinweis. Das hilft extrem. Dankeschön für den Hinweis. Das ist cool. Ach, guck mal, langsam wird daraus ein Feld. Braucht nur noch 960 Arbeitsstunden. In 3 Jahren haben wir ein riesiges Gemüsefeld. Hat das Spiel bei anderen Streamern auch so Mini-Lags? Ja, hat das. Okay. Ja, ist ja noch im Early Access. Darf sein. Ist nicht schlimm. Ich wollte nur einmal sicher gehen, dass ich nicht zu cocky gesagt habe, dass es nicht an mir liegt und es dann vielleicht doch an mir liegt. Ich mache da nochmal ein kleineres Feld daneben. Hallo Meppo! Bitte verschrei's nicht, Nerdy. Oh, bitte verschrei's nicht. Ich habe so eine Alpen-Map genommen. Eine Alpen-Map. Und hallo Kleppi. Mm-mm. Leider keinen See in der Nähe. Warum sagt mir das Spiel immer noch, dass die Nahrungsvorräte knapp sind? Das ist doch mittlerweile ein Dauerzustand. Das ist doch nichts Neues mehr. Niemand wundert sich mehr. Seien wir doch mal ehrlich. Dankeschön, Deli, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir brauchen dringend, wahrscheinlich müssen wir es einlegen. Ich glaube, wir brauchen eine Räucherkammer für das Fleisch. Damit das nicht dauernd schlecht wird. Ich meine, wir können hier eine Räucherei produzieren. Ist halt für die Attraktivität nicht so geil. Ich verstehe gar nicht, warum die nicht wo wohnen wollen, wo es durchgehend geil nach Essen riecht. Kann den Kritikpunkt actually nicht verstehen. Nee, ich kann noch gar nichts bauen. Ich bin ja noch ganz am Anfang von allem. Raubtier gesichtet. Wo schon wieder? Gehen die Leute da jetzt alle automatisch drauf? Ja, die gehen alle automatisch helfen. Aber es hat schon wieder jemand Tollwut bekommen. Lauf, lauf, lauf. Scheiße. Aber wir haben jetzt einen Friedhof. Also immerhin wirst du begraben, wenn du stirbst. Die Wildtiere nerven richtig. Ich glaube, wenn ich nochmal neu starte, schalte ich die Wildtiere runter. Ich finde halt nicht, dass die eine Schwierigkeit hinzufügen. Ich finde die einfach nur nervig, dass du so die ganze Zeit, oh ja, hier ist ein Wolf, oh ja, hier ist ein Wolf, oh ja, hier ist ein Wolf. Und du bist nur so, oh ja, schon wieder, juhu. Ich bin ein bisschen unhappy, dass ich jetzt genau hier in meiner Wohnsiedlung das Tonvorkommen habe. Alleine das also bringt mich zu der Überlegung, neu zu starten. Dankeschön, Dalif, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin.
Ja, ich weiß, dass man Gebäude umsetzen kann, aber man kann Tonvorkommen nicht umsetzen. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Und während ich pinkel, denke ich drüber nach, ob ich neu starte. So. Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit meinen drei Milchschnitten habe ich... Oh, ihr habt eine Umfrage gestartet. Ja gut, dann seid ihr ja meiner Meinung. Habe ich entschieden, nochmal neu zu starten mit all dem Wissen, das ich bis jetzt sammeln konnte. Dankeschön, Hida, für die 20 Monate übrigens an der Stelle und ganz viel Spaß hier weiterhin. So. Neue zufällige Karte. Bestätigen. Demokratie, Pia. Ja, ihr habt dafür gestimmt. Ich finde es super. Denn es ist nicht meine Verantwortung. Es macht super viel Spaß, ey. Holy shit. Also das Spiel ist geil. Wir werden sehr viel Zeit hier drin verlieren. Mhm.